So, hier geht's weiter. An der nächsten Rehfütterstation. An der nächsten Wildfütterstation, wie auch immer. Die scheinbar auch überall neu hinzugekommen sind. Ich bin jetzt nördlich vom nördlichen Flugplatz, vom nordwestlichen Flugplatz. Und wollte mir mal angucken, was das eigentlich für ein Camp ist, was dort am nördlichsten Punkt des nordwestlichsten Flugplatzes eingezeichnet wurde. Dafür bin ich einen ganz großen Weg außen rum gelaufen. Hab die komplette Baumreihe genommen, damit ich nicht gesehen wurde. Oder gesehen werden konnte. Hoffentlich wurde ich nicht gesehen. Und so, wir nähern uns der ganzen Sache. Früher in der Mod war es übrigens so, dass man immer Zelte gesucht hat, wenn man hier zwischen den Bäumen hergelaufen ist. Allerdings gibt es sie ja zurzeit noch nicht. Also Zelte, in denen man sicher seine ganzen Sachen unterbringen konnte. Beziehungsweise zumindest sicher vor dem Server-Restart. Aber trotzdem konnte jeder Spieler, der das Zelt gefunden hatte, auf das Zelt zugreifen und die Sachen mitnehmen. Was ich übrigens auch eine sehr, sehr gute Sache finde, denn gerade in anderen Spielen, die rausgekommen sind, wo es immer wieder die Möglichkeit gab, einen sicheren, also andere Survival-Spiele, möchte ich dazu anmerken, wo es immer wieder die Möglichkeit gab, seinen Loot, den man bekommen hat, absolut sicher zu sichern, also wirklich komplett sicher vor jeden anderen Spieler sozusagen abzuschließen, fand ich, war das auf jeden Fall eine sehr, sehr kritische Entwicklung und ziemlich kacke, um genau zu sein. Ich bin wirklich sau froh, dass Dean Rocket Hall, der Macher von der Daisy Standalone hier, den richtigen Weg eingeschlagen hat. Und das Ganze in so eine richtige Hardcore-Simulation umgewandelt hat. Mit Blutgruppen, mit genügend Essen, mit genügend Trinken, mit Vergiften, mit Ausdauer und. Ich finde das der absolut richtige Weg und ich unterschreibe auf gar keinen Fall, dass es irgendwie so sein sollte, dass es entweder Mods gibt für die Standalone, wo man seinen Loot sicher unterbringen kann. So ungefähr wie Origins zum Beispiel. Ja, das war auch eine Mod auf der Map Taviana früher. Für die. Das habe ich mir versprochen, für die Daisy-Mod. Und ich hoffe einfach mal, dass wenn irgendwelche Mods rauskommen, dass die dann sich auch sehr, sehr an den Survival-Feeling der Daisy Standalone orientieren. So dass es nicht irgendwann mal ein Global Inventory gibt, wo man ausloggen kann und seine Items in absoluter Sicherheit an einen imaginären Ort unterbringen kann. So, und ich bin relativ tollkühn gerade und renne volle Pulle auf das Camp zu, was ich gerade aus der Entfernung gespottet habe. Da sind nämlich haufenweise neue Zelte hinzugekommen. Welchen Sinn die auch wohl erfüllt haben. Vielleicht kamen die mit der Zombie-Apokalypse nicht mehr richtig nach. Genau, die Sicherheit zu gewährleisten. So, Tobi hat mir gesagt, man findet tolle Sachen hier in diesen Zelten. Und Tobi hatte absolut recht. Ich habe gerade also ein Magazin hier gefunden und überlege gerade, was könnte ich hier lassen für das Magazin hier. Ich könnte mal was trinken. So, mal was Energiereiches. Schließlich gibt es ja jetzt auch ein Energiesystem in der Standalone. Außerdem kann ich den Kochtopf hier lassen, denn der Kochtopf ist zurzeit noch nicht implementiert. Der hat zurzeit noch keine Funktion. Das war auch übrigens in den allerneuesten Forum-Post, wie ihr vielleicht merkt. Für mich ist dieser Forum-Post gerade sehr, sehr neu. Für euch, vielleicht habt ihr ihn schon vor 2 Tagen gesehen. Wie gesagt, es liegt daran, dass die Videos mit etwas Verspätung rauskommen. So, gucken wir uns doch mal hier auf den Bunker an, ob hier oben noch irgendwas liegt. Ich denke aber... Oh, was ist das da oben? Ha, guck mal hier. Gut, dass ich hochgegangen bin. Und ein ACOG Scope, pristine condition, wow, das ist mal was richtig Gutes. Ihr seht, ich habe es am Anfang auch falsch gemacht, ich hoffe ihr lernt aus meinen Fehlern. Ihr müsst überall gucken, wenn ihr Sachen suchen wollt, denn jetzt habe ich ein ACOG Scope auf meinem M4 und kann auch über größere Distanzen auf irgendetwas schießen. So, können wir auch gleich mal scouten, ob wir nicht vielleicht irgendwas finden. Früher waren die Baumreihen immer sehr, sehr beliebt, die hier zu sehen sind. Checken wir vielleicht nochmal ganz kurz, wie offen wir hier eigentlich liegen. Wir liegen zwar relativ offen, aber es ist immer noch geschützter als, naja, wenn wir auf offenem Feld stehen würden. Ja, und ich habe auch gleich mal die falsche Taste gedrückt, Alt-Tab gleichzeitig. Und ich habe gesehen, hier gibt es auch noch einen Buttstock für meine M4. Und dann kann ich einen Badly Damaged Buttstock gegen meinen Ruined Buttstock auswechseln. Gegen den Hinterlauf, den... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ihr könnt mich sicherlich korrigieren. Wie heißt das Ding? Das Ding, vermutlich die Schulterstütze oder so. Der Buttstock, der hinten an der M4 ist auf Deutsch. So. Kurz einen Blick in Third Person drüber geworfen. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Baumreihen an. Vielleicht können wir ja aus der Entfernung schon irgendwelche Gefahr abschätzen. Ist übrigens was sehr Wichtiges, gerade wenn ihr alleine unterwegs seid. Ob nun freiwillig oder gezwungenermaßen. Schaut auf jeden Fall, ob ihr irgendwas in der Entfernung seht. Lauft nicht irgendwie auf gut Glück irgendwo aufs Airfield. Versucht abzuwägen, ob irgendjemand auf euch warten könnte, der euch von hinten umbringt. Oder ob ihr komplett alleine seid oder zumindest in Sicherheit vor Snipern, damit ihr sozusagen unbehelligt looten könnt dort in den Zelten.
So, ich werde noch ein bisschen hierbleiben und das Ganze noch ein bisschen einschätzen, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und dann renne ich gleich ins Lager und mal schauen, was wir dort drin finden können. So, nun gut, scheint ruhig zu sein. Ich lag dort oben jetzt vielleicht 5 Minuten, habe mich mal so ein bisschen umgeguckt. Meine Sachen, die ich oben gedroppt habe, liegen jetzt hier unten, was auch sehr nett ist. Ich werde mit gezückter Waffe dort reinrennen. Vielleicht liegt da irgendjemand dort rum oder vielleicht habe ich irgendwas übersehen aus der Entfernung. Man weiß nie. Oh, ich drücke zumindest öfters mal die falsche Taste und packe meine Waffe immer wieder weg, nachdem ich sie gerade gezogen habe. So, ich würde ungern meinen ACOG-Scope verlieren, aber ich möchte trotzdem gerne wissen, was in den Zelten ist. Vielleicht finde ich auch mal einen Bluttest. Das ist das erste und das einzige Item, beziehungsweise, was ich bisher noch nie wirklich gefunden habe. Ich hatte es bisher ein einziges Mal gesehen, hatte es dann looten können, habe es dann aber jemand anderen überlassen. Und wäre doch mal ganz interessant zu wissen, was für eine Blutgruppe habe ich eigentlich und was für ein Blut könnte ich eigentlich haben. Denn vielleicht wisst ihr das ja, oder vielleicht habt ihr so eine gewisse Grundausbildung in Sachen Blutgruppen und so weiter gehabt. Ich persönlich habe im Real Life, glaube ich, boah, lass mich nicht Falsches sagen, oh Gott, ich glaube AB Plus oder so. Ich müsste eigentlich mal nachgucken, was genau, oder A Plus. Zumindest limitiert mich das relativ, welche Blutgruppen oder welche Blutkonserve ich nehmen dürfte im Real Life. Und es gibt gewisse Blutgruppen, wie ihr sicherlich auch wisst, die jeder nehmen kann. Zum Beispiel die Blutgruppe 0. Und ich gehe lieber nicht hoch, auch wenn das Ganze hier natürlich vielleicht lukrativ sein könnte, dort oben zu sein. Ich finde es zu gefährlich, hier oben drauf zu gehen. Es gibt gewisse Blutgruppen, die euch auf jeden Fall töten, wenn ihr euch die injiziert und nicht die richtige Blutgruppe habt. Deswegen passt bloß auf, falls ihr irgendwann mal in Real Life in die Situation kommt, dass ihr euch ein Blutpaket selber geben müsst. Denn es könnte ein Blutpaket sein, was euch umbringt. So. Dann schauen wir jetzt mal. Was finden wir eigentlich in den Zelten? Wir finden Rucksäcke und Klamotten zurzeit. Im Übrigen versuche ich so vorsichtig wie möglich die Dinger zu looten, aber ich bin doch sehr, sehr offen. Also, falls mich jemand beobachtet, dann ist der auf jeden Fall in einer strategisch deutlich wertvolleren Position als ich gerade hier unten in den Zelten, mitten auf dem offenen Feld. Ich habe zwar viele Zelte, durch die ich durchrennen könnte, um Verwirrung zu stiften, aber naja, ob das jetzt sozusagen jemand abhält, mich zu treffen? Ich denke nicht. So, schauen wir nochmal, wie die Weste aussehen würde. Oh, ist gar nicht mal so schlecht. Dummerweise dauert es jetzt einen Moment, bis die andere auftaucht. Ich ziehe nochmal die olivgrüne an, die ich gerade gefunden habe. Dann auch in der Zombie-Apokalypse ist es natürlich wichtig, dass man gut aussieht. So, schauen wir mal. Ich glaube, hier drin war das Ding. Kleiner Leck. Nee. Was hier? Oder was vielleicht dort drüben? Ja, ich glaube, es war da dort drüben drin. So. Das ist übrigens Bajonett auch noch gewesen. Nee, ich denke, ich nehme meine Schwarze wieder mit. Kurz gucken. Ist es das Bajonett, was auf die Mosi passt oder auf die M4? Nee, das ist ein Bajonett, was auf die Mosi Nagant drauf passt. Leider nicht auf die M4. Ein Bajonett, wie ihr sicherlich ja wisst, ist ein kleines Messer quasi, was man vorne an der Waffe hat. Um, ja, um zugehendermaßen unmenschliche Dinge damit zu tun. Ich glaube, korrigiert mich, ob ich falsch liege, aber ich denke sogar, ist es sogar verpönt oder sogar vielleicht verboten, in irgendwelchen NATO-Konventionen Bajonette zu benutzen. Weil im Endeffekt, naja, ihr stecht irgendjemanden. Vermutlich tötet ihr ihn noch nicht mehr direkt, sondern ihr stecht ihn und er verblutet dort. Ich glaube, wird früher benutzt von Soldaten, um am Boden liegende verwundete Soldaten zu finishen, in Anführungsstrichen. Also sozusagen den, naja, den letzten Lebenshauch zu nehmen. So. Die Zelte sind übrigens ganz genauso wie in Balota, was ich übrigens auch sehr kritisiere, dass in Balota so viele militärische Zelte sind. Denn das bringt auf jeden Fall die Spieler dazu, einfach nur kurz nach Balota zu gehen, eben die besten Sachen zu looten, die es dort gibt. Oder halt dieses Server-Hopping zu betreiben, was ich am Anfang angesprochen habe. Und dann muss man quasi gar nicht weit laufen, um das allerbeste Equipment zu finden, was man braucht. Und das allerbeste Equipment zurzeit ist genau das, was ich bei mir trage, eine M4. Zumindest meiner Meinung nach. Gehen sicherlich auch die Geschmäcker auseinander. Und es hat wieder fürchterlich gelaggt. Schauen wir doch mal hier im Arztzelt. Leider nichts drin, okay. Okay, lang genug hier aufgehalten. Zum Glück sind hier keine Zombies, die wild werden und mir hinterher rennen. Womit ich vielleicht noch extra Aufmerksamkeit auf mich ziehen könnte. Ich werde jetzt hier vorne in den Wald gehen und werde mich von hinten an die Hangars und an die einzige Baracke, die noch da ist, ranschleichen. Und so wie ich die Baracken kenne, sind es auf jeden Fall die absoluten Player-Magneten. Und vielleicht treffe ich ja noch auf andere Spieler, die hoffentlich nicht direkt auf mich schießen, für den Fall, dass sie mich sehen, sondern auch versuchen, mit mir zu sprechen. Naja, ich kreuze zumindest meine Finger. So, ich renne ein bisschen Wald.
Bis gleich. So, okay. Da ist auch die Bracke, die ich angesprochen habe. Wie bin ich die ganze Sache angegangen? Ich bin... Ups, und ich drücke wieder die falsche Taste bei der Karte. Ich bin von hier oben einmal den ganzen weiten Weg hier rumgelaufen und bin jetzt dort. Beziehungsweise dort in den Buschen hier. Ich stumme nochmal ran. Dort bin ich. Nein. Nee, Moment, Moment, Moment. Da. Hier bin ich. Und dort ist die Bracke, wo ich hin möchte. Und die Bracke, die liegt direkt vor mir. Das ist nämlich die hier. Und ich hoffe doch mal, dass dort niemand ist, der schon auf mich lauert. Ich kann nicht so viel sagen. Früher war es sehr, sehr beliebt, entweder auf der komplett gegenüberliegenden Seite vom Airfield in den Bäumen zu sitzen und darauf zu warten, dass irgendwelche Leute hier die Bracken looten wollen. Oder dass man direkt in der Bracke gelegen hat und einfach nur darauf gewartet hat, dass irgendjemand durch die Tür kommt. Gerade jetzt, und ich möchte es nochmal betonen, auch wenn ich schon öfters gesagt habe, gerade jetzt, wo die Hives oder die ganzen Server auf einen Hive laufen, alle miteinander verbunden sind, findet man wirklich häufig, sehr, sehr häufig irgendwelche Spieler in den Baracken. Und sobald ich höre, dass irgendjemand eine Waffe durchlädt in der Baracke, werde ich den in den Kopf schießen, auch wenn er sich gerade einloggt auf unseren Server. Denn Leute, die Server rumhoppen, nur um Equipment zu bekommen, sind unter gar keinen Umständen freundlich. So. Mein allererstes Mal auf dem Nordwestlichen. Dann nähern wir uns. Oh, und da ist schon der erste Spieler. Hey, Mate! Hey! Hey, Mate, stand still! I will shoot you, man! Do you understand me? I will shoot you! Okay. Hello? Hello? Okay, ich weiß, wo er ist, also gehe ich auf ihn zu. Hallo? Verstehst du mich? Oh Gott, oh Gott. Hey! Das ist sehr, sehr gefährlich, was ich gerade mache. Hör zu, ich will dir nichts tun. I'm friendly and I will go away, okay? Oh Gott, drück mir die Daumen. Puh. Hoffentlich ist niemand hinter mir. Dazu. Warum will niemand mit mir reden, wenn ich auf dem Airfield bin? Heilige Scheiße. Okay, weiter in Sicherheit bringen. Ich bin noch überhaupt nicht in Sicherheit. Kann noch überall stecken und mich mit Third Person beobachten. Ich hoffe, dass er immer noch in der Tanne steckte, denn das war der letzte Ort, wo ich ihn gesehen habe. Er könnte genauso gut hinten zur Baumreihe gerannt sein, oder er könnte irgendwo auf mich zugerannt sein, könnte ausgelockt sein, er könnte alles möglich gemacht haben. Er könnte auch dort vorne hinter dem Zaun stehen und jetzt gleich davor lugen und auf mich schießen. Ich bin sehr, sehr exposed und ich bin sehr, sehr lukrativ, vor allen Dingen für jeden, der hier übers Airfield rennt, weil er allein schon mein ACOG-Scope haben könnte. Oder wollen könnte. Das ist also meine Sicherheit hier. Und ich bin sehr, sehr schlecht getarnt, weil ich absolut keine Tarnklamotten trage. Schauen wir doch mal. Falls ihr gerade die Dose gehört habt, das ist zurzeit ein Soundbug. Vor denen lasse ich mich jetzt nicht in die Irre führen. Denn zurzeit hat man ganz viele Dosen, die plötzlich geöffnet werden. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, hätte ich ihn unglaublich einfach umbringen können. Ich versuche mit den Leuten zu reden. Und die Leute sind hart verwirrt, scheinbar. Oder sehr, sehr ängstlich. Und ich bin auch übrigens immer im Zwiespalt, was ich genau machen soll. Wie ihr vielleicht auch hört. Ich sage einmal drop your weapon und einmal hello, I'm friendly. Was auch sehr, sehr widersprüchlich ist. Vielleicht soll ich den gleich sagen, stand still or I will shoot. Und dann würde ich direkt schießen.
was allerdings genau den Gegeneffekt hat von dem, was ich eigentlich machen möchte, nämlich mich mit Leuten unterhalten. Und scheinbar bleiben die Leute ja auch nicht stehen, wenn ich sage, sie sollen stehen bleiben. Naja. Oder eben, weil es auch keinen Auslogschutz gibt, die Leute loggen einfach aus. Was auch sehr, sehr oft passiert zurzeit. So. Das Gebäude wird vermutlich auch von Serverhoppern belagert. Ich werde hier durch die Gebäude jetzt laufen, so schnell wie möglich. Und werde mich dort links hinter die Wand wieder in den Wald in Sicherheit begeben. Und werde von da aus dann nochmal das Airfield ein bisschen beobachten. Ansonsten glaube ich, dass, naja, wie gesagt, dank der Leute, die auf den Servern rumspringen oder den Leuten, die auf dem Server sind, und da der Server schon recht lange offen ist, beziehungsweise am Laufen ist, sind auch sehr viele Türen offen. Was übrigens bedeutet, dass hier sehr, sehr viele Spieler unterwegs waren. Früher übrigens hätte ich auf jeden von diesen Leuten geschossen. Ich hätte ohne irgendwas zu sagen, wäre ich auf die Leute zugegangen, hätte die umgebracht, hätte deren Loot genommen und hätte mich vermutlich gefreut wie so ein Schneekönig. Mittlerweile spiele ich das Spiel ein bisschen anders und ehrlich gesagt, allein für den kleinen Nervenkitzel, den ich gerade hatte und diese minimale Unterhaltung, die ich gerade mit den Typen hatte, mein Satz ist zwar komisch gewesen, aber zumindest ist mir das deutlich mehr wert, als einfach dorthin zu gehen und irgendjemanden ins Gesicht zu schießen, nur um seine Mosi-Munition zu nehmen oder seine Banditenbohnen zu nehmen, wie ich gerade sagen wollte. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Nehmt's nämlich übel. So, gut. Das ist also Mula 7, der Lone Wolf auf dem nordwestlichen Airfield. Ich guck mal, ob ich vielleicht hier noch irgendjemanden im Wald sehe. Denn wenn ich er wäre, dann wäre ich vermutlich einfach nur weiter hinten an den Wand gelaufen. Hätte mich hinter eine Mauer gestellt, wenn ich natürlich quasi sehr, sehr lame spielen würde und hätte mit Third Person über die Mauer geblickt, hätte geguckt, ob irgendjemand quasi mich verfolgt und hätte ihn dann einfach ausgeschaltet, indem ich einfach im richtigen Moment hinter der Mauer hervorgegangen wäre. Übrigens ein Grund, warum ich so unglaublich befürworte, dass die First Person Only eingeführt wird auf den Servern, damit man zum Beispiel, wenn man einen sehr großen Rucksack mitnimmt, wie ich jetzt zum Beispiel, ein Handicap hat, in dem man nicht über die Schultern gucken kann, sodass man gezwungen wird, zum Beispiel einen Hunter-Backpack zu nehmen, der hinten ein bisschen abfällig ist, sodass man über seine Schultern blicken kann. Ich würde das auf jeden Fall sehr, sehr begrüßen, wenn die Standalone First-Person-Only einführen würde, beziehungsweise endlich mal First-Person-Only-Server rausbringen würde. Einfach nur, um das Survival-Feeling, um den Nervenkitzel noch viel weiter, naja, wie soll ich sagen, rauszuzögern. Denn dann könnte ich mich nicht einfach irgendwo in den Baum stellen und mit Q noch meine Kamera ein bisschen weiter nach links verlagern und so um die Ecke pieken. Oh, kommt da oben jemand raus? Sondern ich müsste in First Person gehen, müsste mich hier hinstellen und wenn ich in Third Person gehe, seht ihr, wie unglaublich offen ich stehe und müsste mich sozusagen selber preisgeben, um andere Leute zu sehen. Was den Kampf äußerst realistischer und anspruchsvoller machen würde und vor allen Dingen auch besser, viel besser. Denn dann wird es nicht dieses verdammte Gekämpfe geben. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass wenn der Typ daran interessiert ist, mich zu töten, würde er einfach irgendwo hinter der Wand stehen, wie gerade auch schon angemerkt, nur auf den richtigen Moment warten, hinter der Ecke herzulooten oder eine Bewegung zu sehen und er würde mich einfach töten. Na gut. Vielleicht gehe ich noch mal ein bisschen weiter südlich ans Airfield und blicke da noch einmal drüber, ganz nostalgisch, über das Nordwestliche, was sich übrigens nicht großartig verändert hat von der Struktur her. Und dann werde ich mich mal mit jemandem treffen, denn ich habe gerade auch schon eine Anfrage bekommen von einem guten Freund. Kleines Radiosignal sozusagen. Und dann werde ich vielleicht meine kleine Lone Wolf-Karriere hier erstmal beenden und werde mich erstmal mit jemandem zusammentun. Denn irgendjemand anderen auf dem Airfield habe ich ja nicht gefunden, der sich mit mir anschließen möchte. Denn ich hätte ohne Probleme mich auch einfach mit denen dazu zusammengetan und wäre dann vielleicht einfach zusammen durch Gernros gezogen. Auf der Suche nach Abenteuern und nach irgendwelchen interessanten Begegnungen. Außerdem sollte ich mir auch unbedingt Handschellen besorgen, denn ich habe da noch so ein paar ganz besondere Sachen vor. Na gut, in dem Sinne, hoffentlich werde ich nicht erschossen, währenddessen ich über das Feld sprinte. Und bis gleich. So, liebe Leute, ich bin also, wie angesprochen, schon in den Süden gelaufen. Dieses Mal, damit ihr nachvollziehen könnt, woher ich gelaufen bin, ich war dort gerade an der Baracke, bin den ganzen Weg hier zurückgelaufen, bin hier wild draußen rumgelaufen, bin den ganzen Weg hier abgelaufen, um genau hier anzukommen und sitze gerade hier, glaube ich, in der Buschreihe und wollte jetzt nochmal den letzten Blick über das Airfield wagen. So. Bevor ich mich wieder verabschiede. So, ist das Airfield? Hier ist das Airfield. Im Übrigen habe ich noch nicht einmal Binoculars, also Ferngläser gefunden in der Standalone. Ich weiß nicht, ob es die nicht gibt oder vermutlich wird es die schon geben, sobald ihr das Video hier seht, weil es ja mit ein, zwei Tagen Verzögerung rauskommt. Und ja, soviel zum Thema Airfield. Das war genau der Punkt, wo ich früher sehr, sehr viel PvP betrieben habe. Früher saß man, wie auch gerade schon ganz, ganz oft angesprochen, genau in dieser Baumreihe und hat auf die andere Seite gesniped, währenddessen Leute sich dort eingeloggt haben oder Leute halt dort gelootet haben, haben wir die einfach fies überfallen. Aber nun gut,
die Bandezeiten sind vorbei und ich und auch die ganzen anderen Jungs vom Modell 7 spielen jetzt ein bisschen freundlicher. Wir haben dazugelernt, wir lernen sozusagen aus Fehlern, wir gestehen uns Fehler ein und das ist ja auch eine Menge wert, meiner Meinung nach. Und dann schauen wir doch mal, wohin sich das Ganze noch entwickelt. Naja gut, das Airfield sieht sehr, sehr leer aus. Niemanden, der irgendwie auf der offenen Fläche herläuft oder ähnliches. Also werde ich mal meine Sachen packen und werde mich wieder in den Süden begeben, um mit anderen Leuten zu treffen. Vielleicht treffe ich auch unterwegs irgendjemanden, der friendly ist. Meine Güte, das wird doch vielleicht mal möglich sein. Gut, wohin wird es jetzt gehen? Entweder ich laufe nach Grishino und Devil's Castle oder ich laufe nach Cabanino. Und dann nach Lopatino, da wollte ich auch noch unbedingt hin. Den kompletten Norden wollte ich mit Tobias zusammen erforschen. Ich denke, ich werde nach Cabanino, Stari Sobor und Novi Sobor laufen und werde mal die Städte abgucken. Naja, mal sehen, wen ich noch dort treffe und was ich dort noch erlebe. Dann geht's weiter, sobald ich in der Nähe von Cabanino bin. Ja, etwas abwegig vom Plan bin ich übrigens nach Grishino gelaufen, weil ich Grishino in der Entfernung gesehen habe und etwas ausprobieren wollte, was ich zuvor noch nie getan habe, denn ich werde auf dieses Silo hier drauf gehen. Hoffentlich. Oh, ich hoffe, dass ich nicht runterfallen werde. Denn ich habe jetzt schon öfters von Bugs gehört, dass man irgendwo runterfallen kann. Aber ich habe das Ding hier gesehen und irgendwie, ich weiß nicht, in der normalen DayZ-Mod war es mir immer zu gefährlich, auf solche Dinge drauf zu gehen. Und warum nicht einfach meine Standalone ein bisschen mutiger sein? Und plötzlich sieht die Welt ganz anders aus, wenn man auf einem großen, großen Futtersilo ist. Beziehungsweise Gülle-Silo oder Flüssigkeits-Silo, weiß ich, irgend so ein Silo halt. Und ich bin nicht tot. Oh mein Gott. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Und der Server ist auch down. Was im Übrigen nicht so eine gute Nachricht ist. Aber auf der anderen Seite auch wieder eine gute Nachricht ist. Weil wenn ich jetzt auf den Airfield gehe, hundertprozentig haufenweise Serverhopper treffen werde. Na gut. Dann. Und. Ich kann keine F-Tasten drücken. Schade. Sonst hätte ich salutiert. Bis gleich. Okay. Ich hab soeben ein Gebäude gefunden, was nach Server Restart offen war, ohne dass ich es offen gemacht habe. Was ein wenig seltsam ist, weil ich doch eigentlich denke, dass ich alleine hier bin. Bis auch noch Zombie-Akku habe, was noch schlimmer ist. Und ich plötzlich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr so ganz alleine bin hier in der Stadt. Okay, schauen wir doch mal, ob hier irgendwelche umliegenden Häuser. Das ist auch offen, okay. War hier etwa jemand? Okay, Zombie erstmal erledigen. So, gute Dame. Und down. Blutig? Nein, sehr gut. Vielleicht, und ich könnte mich natürlich jetzt auch irren, vielleicht spawnen manche Häuser ja schon mit Türen auf, was ich allerdings gerade ein bisschen bezweifle, weil ehrlich gesagt war das für mich immer der Indikator, ob irgendwer schon in diesem Haus war oder nicht. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Angst, dass ich irgendjemandem begegne hier. Hallo, jemand zu Hause? Nein? Okay. Dann bis später. Wasser und Crunchy Krispies, okay. Sardinen wäre übrigens ganz gut, wenn ich Sardinen finden würde. Sehr, sehr gutes Essen ist. In Sachen Nahrung und Wasserfaktor. Ich meine, Wasser ist jetzt vielleicht nicht so das große Thema für mich, vor allem, wenn man aus jedem Bach einfach so raustrinken kann. Aber es ist doch was ganz Nettes zu haben, denn man hat sozusagen ein Kombinationsprodukt, wo man einmal Wasser bekommt und gleichzeitig Nahrung. So. Ich hoffe, ich habe mich geirrt und ich hoffe, dass für den Fall, dass hier irgendjemand ist, dass er keine böse Absicht hat, denn dann wäre ich ziemlich am in den Po gekniffen quasi, denn der würde mich einfach platt machen vermutlich, wenn er denn ein böser Bub ist und Kill on Sight machen möchte. So, ich habe meinen Plan übrigens noch etwas geändert. Ich werde nicht nach Grishino gehen, ich werde nicht nach Cabanino gehen von Grishino, sondern ich werde von Grishino nach Devil's Castle gehen und werde mal schauen, ob sich an Devil's Castle irgendwas verändert hat. Devil's Castle ist eine große, große Burg auf einem großen Berg, der genau dort ist, wo gerade eben die Sonne untergeht. Ja, schauen, was mich da erwartet. Vor allem mal schauen, ob ich in diese Kirche betreten kann. Das sieht fast so aus, als wenn man dort in den Glockenturm reinkommen könnte. Und das wäre auch mal eine interessante Sache, dort einmal kurz reinzugehen.
So. Muss mal wieder aufpassen, nicht, dass hier irgendjemand auf mich wartet. Tobi meinte übrigens, dass hier wäre ein Brunnen, der ausgetrocknet ist. Und dass er das kennen würde, aus seinem Dorf, dass quasi immer, wenn die Brunnen ausgedörrt sind, dass man die sozusagen zunagelt. Ich kann nicht an der Regenrinne hochklettern, okay. Natürlich kann ich auch immer noch nicht in die Kirche reingehen. Das ging früher schon nicht. Und scheinbar gibt es keinen direkten Weg nach dort oben. Ich werde mal genau gucken. Vielleicht gibt es irgendwo, weiß nicht, so ein Abwasserrohr oder so oder irgendetwas. Nee. Scheinbar kann ich nicht hoch. Na gut. Waffe weg. Man rennt schneller. Vielleicht nur das kleine Haus hier vorne mitnehmen. Und dann geht's ab nach Devil's Castle. Wobei ich glaube, in den Häusern habe ich noch nie was gefunden. Gucken, ob diesmal Loot gespawnt ist. Offensichtlicher Loot auf Tischen und so weiter, nicht? Nee. Okay. Ich werde mal wieder die mutige Hypothese anstellen und sagen, es gibt nichts in diesen Häusern zurzeit. Na gut. Auf geht's. Hat ein bisschen länger gedauert. Ein paar Server sind down gegangen. Aber ich bin endlich in Devil's Castle angekommen. Und mein Charakter sagt, er ist hungrig. Was mache ich also? Ich fütter ihn also. Gut. Und was gebe ich ihm zu essen? Vielleicht mal irgendeine Dose, die man auch mit Dosenöffner aufmachen muss. Dann habe ich auch mal gezeigt, wie man das macht. So, Open Canned Baked Beans. Jeder liebt. Mh, lecker, lecker. Backene Bohnen. Oh, schön direkt aus der Dose. So. Bin das übrigens noch von früher so gewohnt, immer direkt aus dem Inventar die ganzen Sachen anzuklicken. Deswegen werde ich das jetzt auch weiterhin so machen. Die ganze Zeit. Und kann übrigens ein bisschen was vielleicht zum Inventarsystem sagen, denn auf Reddit wurde ein toller Vorschlag gemacht, dass das Inventarsystem etwas umpositioniert wird. Zum Beispiel, dass der Charakter auf der rechten Seite ist, plus die Anziehsachen, die er anhat, um ihn herum sind. Und auf der linken Seite das Inventar, was ihr jetzt seht, ist hier ist sozusagen. Und dass in der Mitte alles frei ist, damit man genau sehen kann, was vor einem ist und dass der Chat unten frei ist. Sozusagen, dass das Inventar links und rechts ist, aber nicht in der Mitte ist. Was ich im Übrigen einen ziemlich guten Vorschlag finde. Ich werde übrigens meine Waffe in Hand nehmen, wenn ich da reingehe. Denn auch in Devil's Castle lauern haufenweise böse Leute. So hätte man zumindest den Vorteil, um nochmal zuerst zum Inventarsystem zurückzukommen, hätte man den großen Vorteil, dass man in der Mitte direkt sehen kann, falls irgendwas auf einen zuläuft oder wenn man das Inventar während des Laufens öffnet, dass man direkt sehen kann, was vor einem dann genau abgeht. Damit man nicht zufälligerweise irgendwie vielleicht was übersieht, nur wenn man mal ganz kurz das Inventar geöffnet hat. Nun gut, die Steine sind übrigens neu vor Devil's Castle, die habe ich vorher noch nie gesehen. Sind ganz hübsch eigentlich. Aber ich hoffe, es ist nicht das Highlight oder es ist das einzige Neue, was hier in Devil's Castle ist. Denn früher war Devil's Castle immer ein guter Anlaufpunkt, falls man einen Ghillie-Suit oder irgendwelche Tarnklamotten gesucht hat. Dort vorne ist auch gleich schon ein Zombie, der mir auch extrem viel Angst gemacht hat zugegebenermaßen, weil ich dachte, es wäre ein Spieler. Und dann werde ich jetzt nicht mehr ranschleichen. Ich werde den Zombie erstmal eisen. Hallo, gute Frau. Gute Nacht. Tja, auf Wiedersehen. Sonst sehe ich halt wieder das Gewehr in die Hand. Und rein hier. Oh Gott. Hoffentlich erschießt mich niemand. Checken wir doch vielleicht erstmal die etwas... Oh, die Texturen sind ja anders. Interessant, okay. Checken wir erstmal die etwas außenliegenderen Loot-Spots ab. Ups. Hier ist nichts, glaube ich. Okay. Früher lag hier nur wie immer Zeugs. Gehen wir nochmal in einen der Türme rein. Oder vielleicht sogar in beide Türme. Denn in den Türmen waren immer die wirklich guten Sachen quasi. Die Tarnklamotten, die Waffen und. So, der Turm war nicht betretbar. Der Turm ist immer noch betretbar über die Treppe. Auch ganz genauso wie früher. Dann gehen wir doch mal vorsichtig hier hoch. In der Hoffnung, nicht abgeschossen zu werden. Oder irgendwo runterzufallen oder irgendwo reinzubuggen. Und das ist sehr gefährlich, was ich jetzt tue. Oh. Boah, okay, ich lebe noch. Sehr gut. Oh Gott, ich kann nicht mehr so richtig an die Wand rangehen. Was den Aufstieg wirklich sehr gefährlich macht. Okay. Okay, gehen wir mal. Anstatt zu rennen. Okay. Und ich jetzt einfach überhaupt nichts, okay? Schade. Vielleicht ganz oben? Außer vielleicht... Na gut, eine gute Aussicht gibt's oben auf jeden Fall. Aber vielleicht ist ja irgendwas an Neues hier oben. Bitte? Okay, ist einfach überhaupt nichts Neues.
Oder überhaupt nichts im Allgemeinen. Okay. Das finde ich natürlich ein bisschen schade. Also ist Devil's Castle immer noch Devil's Castle. Und Spiel habe ich ja auch nicht getroffen. Kein Wunder, wenn es hier sowieso nur Kackloot gibt. Ich denke, ich werde die Ruinen noch ein bisschen ablaufen und werde dann mal das neue Greschino abchecken. Was hier so ist, wofür ich leider... Oh doch, Moment, dafür habe ich eine Karte sogar. Was hier auf der anderen Seite ist, nämlich genau hier. Gwosno, Verzeihung, das neue Gwosno abchecken. Und werde dann mich vermutlich in Richtung NE auf den Weg machen oder ich gehe etwas weiter südlich und gehe nach Novi Sobor. Denn dort wollte ich mich eigentlich noch mit jemandem treffen. Jo, Novi Sobor ist da. Die Karte geht nicht weiter. Da, verdammt. Nun gut, was auch immer ich tun werde, wir sehen uns gleich wieder.